Ciao, du wunderschöner Mensch. Das folgende Video könnte verstörend auf dich wirken. Du wurdest gewarnt. Es wird berichtet, dass Vergewaltigungsopfer während des Aktes in eine Fantasiewelt verschwinden, von der sie nicht mehr aufwachen können. In dieser katatonischen Phase lebten die Opfer in einer Welt, die wie ihre normale war, mit der Ausnahme, dass sie nicht vergewaltigt wurden. Die einzige Möglichkeit zu realisieren, dass sie aufwachen mussten, bestand für sie darin, eine Notiz in ihrer Fantasiewelt zu finden. Sie würde von ihrer Verfassung berichten und ihnen sagen, aufzuwachen. Doch selbst dann würde es noch Monate dauern, bis sie bereit waren, ihre Fantasiewelt zu verlassen und... Bitte wach auf!